So, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Tja. Ne, ich will den Revolver behalten, ne? So, verlassen wir mal den Bereich. Und gucken mal nach dem Waffenschmied Chen Lin. Looten bis zum Absinken hier. Hier, gut aufheben. Vielen Dank. Machen wir. Soll da anscheinend hochgehen, oder? Ja, dann gucke ich doch erstmal hier unten, was hier noch so rumflitzt. Wenn es hier was gibt. Scheint nicht so. Mal looten bis zum Abwinken hier. Hab was drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Dass die alles weiß. Oh, was ist hier jetzt? Geht hier gleich die Post ab, oder? Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Unten ist jemand. Wo ist sie denn jetzt? Kann sein, dass da unten wer ist. Ach, hier steht sie. Dann gehen wir wieder runter. Sehen tue ich niemanden, aber okay. Jetzt hier, ja. Verzeihung. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Okay. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte. Hätte ich ja schon gleich reinlaufen können, wo? Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Irgendwie standen wir da gerade schon vor einer Tür, ne, wo wir hätten eintreten können. Zeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Seht ihr, Freunde, die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Und nimmt man einem Menschen den Fleiß, was kommt dann? Vorsicht, Handyman! Jo. Oh shit. Hm.
Munition gefunden. Was? Junge, Junge, Junge. Spezialkleidung, besondere Fähigkeiten verleiht dies und das. Zielen erhöht den Schaden, das Feuern aus der Hüfte verringert den Schaden. Mhm. Ja, da gab's eigentlich ein Menü, ne? Anlegen. So. Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Läuft. Tja, nun, was ist hier? Hütte zu, gibt's nix. Tut mir leid, was ich bei den Docks gesagt habe. Von wegen... Bauna. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Job ist Job. Ich glaube, da geht's doch hier weiter, oder? Hier ist es, Mr. DeWitt. Ja. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lin finden. Und nenn mich bitte Booker. Dann gucken wir mal. So, hier hat er gespeichert, dann mache ich hier jetzt auch erstmal Pause. Und dann sehen wir uns dann, wenn es wieder heißt, Bioshock Infinite, ne? Ein sicherheitshalber mache ich hier mal Kontrollpunkt nochmal neu starten, um sicher zu gehen, dass es dort dann weitergeht. Das hat man ja ein bisschen doof umgesetzt bei dem Spiel mit Speichern und so. Beziehungsweise automatisches Speichern. Ja, gut. Dann, ne? Bis dann, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite.